Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. In diesem Video zeigen wir euch die Söhne von Mut'a, Abna'ul Mut'a, von Rafida, von Shia, wie sie feiern, wie ihr seht. Und zwar, die feiern dem Tag, wo Aisha Umm al-Mu'minin, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, gestorben ist. Und die verfluchen ihn acht Minuten lang, verfluchen die Rafida, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch die Khulafa radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Und die haben diesen Tag, wo Aisha Umm al-Mu'minin alaihi salam gestorben ist, zur Aufgabe gemacht, dass sie jedes Jahr diese Veranstaltung wiederholen, und zwar, dass sie halt Umm al-Mu'minin verfluchen die ganze Zeit und die Khulafa radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Da sind die Abna al-Mut'a und da sind die Shia, und dass uns ja keiner kommt und sagt, zwischen wir und zwischen dieser Rafida ist nichts, ja. Diese Leute sind die großen Feinde des Islams, diese Leute sind die großen Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem sie die Ehefrau des Propheten verfluchen und beleidigen, radiallahu ta'ala anha wa arda um al-Mu'minin. Ja, ich starte das Video jetzt, und da ist die ganze Zeit Verfluchung dabei, damit ihr seht, ja, wie diese Leute die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam hassen und die Sahaba hassen, radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Natürlich, da steht ja, die machen das zu Hause bei irgendeiner von denen, und dieses Ibn al-Mut'a, Tha'ar al-Darraji, dieser Kelb, ist auch dabei. Die machen das zu Hause so, ja, die kommen damit raus, was in deren Herzen ist, aber draußen sagen sie, nein, stimmt nicht, wir beleidigen niemanden, ja. Wir starten, inshallah ta'ala, das Video. Das ist ungefähr 8 Minuten lang, damit ihr wisst, ja, was die Rafida zu Hause bei sich machen.
Für die, die das nicht verstehen, werde ich ganz kurz das übersetzen, was die sagen. Die sagen, La'anatullah ala Aisha, möge Allah Aisha verfluchen, und sie verfluchen ihn sehr, sehr schlecht, möchte ich nicht übersetzen. Und jetzt gehen die auf die Khulafa, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu arda, Khalifatu Rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Und dann gehen sie auf die Sayyidina Umar al-Faruq, Amir al-Mu'minin, ja, Hadam, Dawlat Kisra, Fatah, Dawlat Majus, Iran. Ja, die gehen jetzt auf die beiden ein und verfluchen sie. Jetzt gehen sie auf Sayyidina Uthman, Dhun-Nurayn, alaihi salam, ein und verfluchen sie. Da seht ihr die Kilab, das ist Gelehrte von denen. Und die, die hier rechts sitzen, das sind auch Gelehrten mit dem großen Muammam. Ja, und die verfluchen Aisha jetzt und sagen, dass Aisha angeblich Muawiya geliebt hat, weil Iyadu billah. طلعت سويدا وحجي ما ينحجي.
ولعن الفاحشة الباغية بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي الوحدة بالحويلة ماجور ماجور. Ah, seht ihr, liebe Geschwister, das ist das, was die machen jetzt. Und ich lasse euch die Kommentare schreiben, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.